Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wo wir gerade... Welche Stadt haben wir eigentlich genommen? Sieht mir nach Akkon aus. Ja, es ist Akkon. Vom Baustil und von der Umgebung her würde ich behaupten, dass wir in Akkon sind. Wir können aber noch ganz kurz schauen. Wir sind tatsächlich in Akkon. Das heißt, wir werden hier alles durchmachen, wie ich es ja schon angekündigt habe. Und, ja, ein paar von euch werden sich jetzt wundern, wieso kommt schon wieder Assassin's Creed und nicht Stranded Deep? Und das kann ich euch ganz einfach erklären. Ich mache jetzt erstmal, ich will nicht als Allwissender reingehen, ich will, dass wir das hier mal gemacht haben. Und dann sammeln wir und dann kommen wir zurück. Ich glaube, das machen wir jetzt so. Rafik, die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker, auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Das ist bei weitem mein Lieblingsbotschafter. Die Heiligkreuzkathedrale. Als ich das gehört habe, habe ich mich gerade ein bisschen gefreut. Ich habe sie ja angekündigt ein bisschen, wenn ich mich nicht täusche. Und da hinten ist sie. Wenn sie es denn wirklich ist, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber ja, ich denke, ja, das ist sie. Und ja, auf die werde ich jeden Fall gehen. Auf die freue ich mich jedes Mal, wenn ich in Akkon bin. Und wir holen uns aber erstmal den Auspunkt da drüben. So, der Grund, wieso jetzt Assassin's Creed kommt und nicht Stranded Deep, ist folgender. Es gab ein kleines Update. Und mit diesem Update hat es mir erstens mal meinen Save gelöscht. Das heißt, es gibt keine Flasche mehr im Netz, für die das mal geguckt haben. Und wenn ich jetzt das starten möchte, dieses Stranded Deep, dann kann ich das, aber seid ihr nicht erwünscht. Ich synchronisiere mal und bin dann mal weg. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt starte, dann gilt das neue Game und so. Und wenn ich jetzt aber mein Aufnahmeprogramm abhabe, ich bin mal weg, was... Ja, okay, kann ich verstehen, ist kein Problem. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Ja gut, die Messer sind mir jetzt im Moment ziemlich egal. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist... Habe ich jetzt eigentlich synchronisiert oder nicht? Das kann ich gar nicht mal so sagen. Dadurch, dass ich jetzt... jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, weil ich gestorben bin. Darf ich auch mal einfach erzählen? Ich weiß, ein bisschen Templer hätte ich so oder so geholt. Aber...
ist nur... Ey, lasst mich doch jetzt einfach mal erzählen. Ich bin schon wieder aus dem Konzept raus. So, also, ich gehe da mal weg hier und dann suche ich mir einen ruhigen Ort. Also, es gab das neue Update. Ich konnte den Save nicht mehr laden. Er war einfach verschwunden. Ich habe neu gestartet und jedes Mal, wenn ich mit dem Aufnahmeprogramm gestartet habe, hat es gesagt, the resolution does not work. Ich habe mal die Resolution. Ja, ja, ich weiß. Ich mach's jetzt so, komm. Also, so. Ich habe die Dinge runtergestellt, die Resolution. Und es hat funktioniert, ohne Aufnahmeprogramm, aber sobald ich aufgenommen habe, hat es nicht mehr funktioniert. Das heißt, Trinity wird vorerst eingestellt, leider, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, das zu fixen. Also, Stranded Deep leider in nächster Zeit keines mehr. Und, ja. Franzose. Damit. Ums Spiel. Ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht. Das ist einfach nicht das, was man sich wünscht. Dürfte ich dann... Nein, darf ich nicht. Dann würde ich gerne diese Leute von King Richard fertig machen. Einer weniger und noch einer weniger. Ich fass es doch nicht, da ist noch einer. Was? Da ist noch einer. Okay, das wird wieder so ein völlig übertriebenes Gemetzel wie damals. Wieso immer in Akkon? Kann man mir das mal verraten? Wieso sind die Akkon alle so kriegswütig? Okay, der hätte eigentlich längst tot sein müssen. Dann ist das eben jetzt. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Das ist schon wieder der Nächste. Sag es mir. Lieber Gott, ein Assassine! So, erledigt. Also, da haben wir wieder einen Aussichtspunkt da oben, dann gehen wir doch gleich mal dahin. Akkon ist einfach so ein Soldatenmagnet. Hast du einmal einen Kampf, da kommt gleich die halbe Army auf dich zu. Ein Mörder läuft frei herum. Ja, das läuft, aber vielleicht hat er auch keine andere Wahl als zu morden. Ihr dürft nicht hier. Wer war das? Das war ich. Achso, du meintest die da unten. Naja, ist mir auch egal. Ich habe jetzt einfach mal den da oben abgemurkst, weil dann hatten wir es ein bisschen einfacher. So, da ist ein Vogel. Wett. Wir werden schon wieder daneben springen. Ich weiß es jetzt. Hallo? Synchronisieren? Dankeschön. So. Wie gesagt, Stranded Deep ist im Moment eingestellt, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, es zu fixen. Ja, und dann hätte ich da gleich noch eine Ankündigung. Heute wimmelt es nur so von Ankündigungen und ich werde wahrscheinlich schon wieder nicht dazu kommen, irgendwas zu sagen. Eigentlich gefällt es mir gar nicht, dass ich hier gelandet bin. Wer hat das getan? Ich war's. Ja, ich zeig mich gleich. Das sind eiskalt einfach drei Leute. Ich bin nur ein Gelehrter. Ja, es war klar. Das ist, da liegt einfach so eine Frau. Einfach eine gewöhnliche Zivilistin, die sich leider nicht zurückhalten konnte. Und das tut mir auch leid. Geh mal auf zur Seite, bitte. Wie gesagt, Ankündigungen kommen nach diesem Kampf. Weil ich habe hier... Nicht so heftig.
Hallo, darf ich den auch mal wieder schlagen? Dankeschön. Nicht du, den. Weg zur Seite, geh weg. Ich sagte, geh weg. Und jetzt gehe ich weg. So, mir reicht's hier. Also, noch eine Ankündigung. Ich bin im Sommer dann, in den Ferien. Und werde nicht dazu kommen, aufzunehmen, weil ich werde die Taucherprüfung machen. Wahrscheinlich wird es hier auf dem Channel noch so ein paar Taucher-Videos geben. Das will ich eigentlich auf jeden Fall machen. Mit der GoPro unter Wasser ein paar Aufnahmen machen. Das wird es geben. Wahrscheinlich wird es das. Und ja. Aber das heißt, es wird ganz bestimmt für 2 bis 3, 4 Wochen keine Let's Plays geben. Also eigentlich Standard. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Nein, er fällt. Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten steht noch einer, der würde sofort kommen. Naja, wie auch immer. Wer hat das getan? Sagt es mir! Mr. Sniper? Na gut, hier oben. Achso, der da, der könnte mir noch gefährlich werden. Aber ansonsten habt ihr hier nicht wirklich so viel an Gefahr zu bieten. Ich muss eben mal wieder runter noch Messer auffüllen, bevor ich hier zurückkehre. Und da können wir auch gleich synchronisieren. Dann tauchen wir unten im Heuhaufen ein und sind weg. Und dann gehen wir da mal hinein. Ich weiß nicht, ob wir mit Gelehrten da hinein können. Das wäre eigentlich am praktischsten. Und sonst kämpfe ich mir einfach den Weg durch. Das ist mir dann auch egal. Wasser. Ganz Akon liegt eigentlich im Wasser und das gefällt mir nicht am allerwenigsten von allem. Denn Altair ersäuft sofort. Mein Gott, wie viele Wachen hat es denn hier? Also hier ist dann definitiv das Gemetzel der Gemetzel, wenn wir denn eins hätten. Jetzt ist nur die Frage, wenn da so oder so die Leichen sind, dann können wir gar nicht unentdeckt hineinkommen. War eigentlich ein schlechter Zug von mir. Dennoch musste ich es tun. Vielleicht drehen mir die Wachen hier den Rücken zu oder sind einfach alle schon tot. Das geht natürlich auch. So, wir haben hier eine Diebstahlmission, wenn ich mich nicht täusche. Hier. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Weg schon, aber auch ohne deinen Brief. La, la, la. Nur ein Gelehrter. Klauen, klauen, klauen. Dankeschön. Du könntest aber den Bericht auf mündlich abgeben und das muss ich verhindern. Tut mir leid. Es hätte nicht anders sein sollen. Wäre es auffällig, zwischen den beiden Wachen durchzulaufen? Nein, wäre es nicht. Tja, die Frage ist, was wollt ihr lieber? Kampf oder nicht Kampf? Ich entscheide mich für Kampf. Nee, lass mich gehen. Tschüss. Ich habe mich dafür Kampf entschieden, aber ich habe auch noch eine andere Idee, wie wir diesen Kampf ein bisschen gestalten können. Wir haben nämlich so 2, 3 Verfolger, aber ich meine, wir sind hier bei Richard, das können doch mehr werden. Ah, aus dem Weg hier, ich muss hier durch.
Wiedersehen. Wir sammeln jetzt ein paar. Also wie gesagt, ich werde Videos machen. Tauchen wahrscheinlich, vielleicht auch ein Video, wie es ausgesehen hat. Oh, das ist eine Patrouille, wie schön. So, und hier bleiben wir jetzt. Ich werde Videos machen wahrscheinlich von der Umgebung. Zur Information, wir sind in Kroatien. Und ja. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Ich werde bestimmt was hochladen davon. Aber es wird keine Let's Plays geben um den Sommer. Da hinten steht ja noch einer. Habe ich gar nicht bemerkt. Da bei der Lebensanzeige, da hinten versteckt sich noch einer. Du gehörst mir! Ich frage mich, wieso die Französisch reden, wo King Richard doch Engländer war. Jetzt war ich zu langsam zum Abdocken, das könnte ich jetzt eigentlich. Nur man sieht's jetzt nicht. Ist eine schöne Aussicht aus diesem Gestell, muss ich ja zugeben. Ich würde eigentlich gern hier raus. So, einigermaßen so raus. Ich bin ja immer noch hier. Was willst denn du? Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nichts siegen! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Nee, nö. Jetzt bin ich schon wieder in der Ecke. Lass mich mal ein bisschen raus hier. Wir wimmeln jetzt echt gerade von Soldaten. Ich war schon wieder zu langsam. Und alles sind so die tankigen Typen. Oh, der ist ein bisschen angeschlagen. Wieso bin ich denn so langsam? Jetzt bin ich schon wieder in den Ecken. Na gut, hier hinten könnt ihr mich wenig angreifen. Jetzt muss ich schon wieder zurücklaufen. Gibt's ja gar nicht. So, hier fühle ich mich ein bisschen freier. Der ist weg. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht bei dem. Ich dachte, der würde am längsten leben. Da hinten ist einer angeschlagen. Jupp, der hat ziemlich starke Verletzungen. Und der auch. Übrigens. Komm. Nö. Du musst gar nicht das Gefühl haben, dass du überlebst, nur weil die anderen jetzt alle tot sind. Wohin gehen wir denn? Ich denke, wir machen den Aussichtspunkt. Ja, wir machen den Aussichtspunkt. Akon ist zwar grau hoch 10, traurig hoch 10. Er muss den Verstand verloren haben. Nö, den habe ich noch. Aber sie ist irgendwie meine Lieblingsstadt in dem Spiel. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist einfach. Schon wieder so ein Tor. Nee, das ist. Den habe ich ja schon. Was? Hä? Ich raff's gerade nicht. Wo müssen wir hin? So, die Kletterskills habe ich ein bisschen perfektioniert. Da müssen wir hin. Oh, ich habe vergessen, Messer einzupacken, merke ich gerade. Ich musste euch nachher noch kurz stehlen gehen. Stehlen. Sprung. So. Dann machen wir den Aussichtspunkt noch. Und dann sehen wir auch schon weiter, was wir erhalten. Da hinten ist die Kathedrale. Die will ich aber noch nicht jetzt machen, weil die ist echt cool. Und vor allem, wenn du da oben vom Kreuz runterspringst, das ist... Da oben fliegt der Falke ja auch schon. Die Kathedrale ist so schön, aber so richtig, richtig schön. Ja. Wir synchronisieren mal. Und bevor wir jetzt springen,
sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, denn die Zeit ist auch schon wieder um. Und nun ja, wir sehen uns dann. War jetzt viel Aufklärung wegen Stranded Deep und meinen Ferien. Aber beim nächsten Mal werde ich ein bisschen mehr aufs Spiel reden und nicht mehr über andere Sachen. Vielleicht werde ich ein Thema aufgreifen, wenn ich gerade eins habe. Aber jetzt erstmal sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.